Okay, do it all over again. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Allein mit mir. Ich hatte das ja schon auf Instagram angekündigt und möchte das auch in Zukunft öfter machen. Und es kommt heute, ja, wir werden heute ein Thema besprechen, was mir sehr stark am Herzen liegt. Denn das ist eine Sache, die erfahre ich oft im Coaching, die wurde mir jetzt auch in den Fragen gestellt und auch eine Sache, mit der ich mich selber stark befasse. Und es geht darum, dass wir, wenn wir Dinge ändern wollen, in uns, an unserem Verhalten, oft immer wieder in alte Muster einfach zurückfallen. Und immer wieder unzufrieden dann damit sind, was das Ergebnis ist, obwohl wir ja wirklich den Entschluss gefasst haben, Dinge eben nachhaltig zu ändern. Und ich zeige dir heute, woran das liegt und wie du das auch ändern kannst. Denn du kannst Dinge ändern. Das ist nicht so dieses, ich bin halt so, das stimmt ab heute nicht mehr, weil du sehen wirst, du kannst Dinge nachhaltig ändern. Also wenn du wirklich bereit bist, da den Schritt zu gehen, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, dir einen Zettel und Stift zu nehmen und dich in Ruhe hinzusetzen. Und wenn du den Podcast gerade nicht auf YouTube hörst, dann würde ich dir auch auf jeden Fall empfehlen, ihn auf YouTube zu sehen, weil ich das jetzt gerade auch für YouTube aufnehme und dir zusätzlich Slides einblenden werde. Denn dieses Thema habe ich letztens in meinem Power Girl Team Call besprochen. Und mir ist das so wichtig, dass das einfach verbreitet wird und dass sich das viele, viele Menschen annehmen können und das viel Gehör bekommt. Weil ja, wir können immer ändern, was uns stört. Und dass du diese Kraft einfach für dich erkennst, das ist mir wichtig. Und deswegen, let's get it on. Ich werde das heute auf ein Beispiel beziehen, auf das Beispiel, wie du dich zur Athletin machst oder zum Athleten machst. Du kannst es aber auch einfach auf andere Dinge wieder runterbrechen. Das heißt, diese Methode oder die Dinge, die ich sage, die kann man einfach auf alle Lebensbereiche ja, beziehen. Ich fange aber mit einem ganz einfachen Beispiel an. Zum Beispiel kennst du bestimmt den Satz: Nach einem Stück Schokolade kann ich einfach nicht aufhören. Und du probierst es bestimmt auch öfter und du hast auch bestimmt schon öfter mal nach dem zweiten Stück Schokolade gesagt, jetzt lege ich sie vielleicht weg. Aber es ist einfach viel häufiger, dass du die ganze Tafel Schokolade aufgegessen hast. Gleiches Beispiel im Training, dass du ab einer bestimmten Last einfach Angst hast und nicht mehr richtig an dein Limit gehen kannst. Du siehst diese Last auf der Hantel und bist irgendwie gebremst. Du fühlst dich gebremst und du kannst irgendwie nicht so richtig an dein Limit gehen. Siehst auch in dem Video, was du vielleicht von deiner Übung gemacht hast, boah, da wären eigentlich noch 3 Reps drin gewesen. Aber es hat sich in dem Moment, wo du die Hantel auf dem Rücken hattest, bei Kniebeugen zum Beispiel, einfach so schwer angefühlt, dass du dich selber einfach ausgenockt hast. Und das kommt eigentlich immer darauf zurück, dass wir denken, ich bin nicht gut genug. Ich kann es einfach nicht, ich habe nicht die Voraussetzungen, ich schaffe das einfach nicht und ich bin einfach nicht dafür gemacht, das nächste Level zu erreichen. Ich bin halt so. Und ich möchte, dass dieser Satz ab heute aus deinem Sprachgebrauch verschwindet, weil wenn du Dinge ändern willst, dann gib dich nicht zufrieden mit dem, was du halt bist, sondern fang an, Dinge zu ändern. Und da gibt es einen tollen Satz von Jim Fortin, den habe ich letztens im Podcast gehört. Das ist übrigens ein toller Podcast, den ich jedem empfehlen kann, der sich dort so ein bisschen mit beschäftigt. Und wir sollten uns alle mit unserer Persönlichkeit und unseren eigentlichen Fähigkeiten beschäftigen. Und zwar ist das, wir tun, was wir sind. Und wir denken, was wir sind oder wer wir sind. Und das möchte ich schon mal, dass du dir das als erstes aufschreibst und dir da Gedanken zu machst, weil alles, was du tust, das entsteht aus dir raus, aus deiner Identität raus. Und alles, was du denkst, ist auch deine Identität. Dinge, die du mit dir identifizierst. Ich bin nicht gut genug. Ich habe die Voraussetzung nicht. Das sind Dinge, mit denen hast du dich zufrieden gegeben. Die stecken in deiner Identität. Und wir wollen heute den ersten Schritt machen, um das einfach zu ändern. Und da gibt es ein Modell, das werde ich auch einblenden.
auf YouTube. Und zwar ist das eine Pyramide und der Grundbaustein, diese Basis, das ist die Identität, deine Identität. Und daraus entsteht dein Glauben. Es haben sich Glaubenssätze manifestiert. Ich habe einfach nicht das Zeug dazu, einen geilen Körper zu haben. Ich kann einfach nicht über meine Grenzen gehen. Ich bin kein Athlet, ich bin keine Athletin. Und das ist einfach das, was aus deiner Identität entsteht. Die nächste Stufe ist Glauben. Darüber sind deine Fähigkeiten, weil du dich ja selber quasi beschränkst. Oder man kann es auch positiv sehen. Es gibt sicher auch positive Glaubenssätze. Aber das entsteht quasi aus deiner Identität und aus deinem Glauben entstehen deine Fähigkeiten. Und daraus entsteht dein Verhalten. Ja? Dein ganzes Verhalten ist quasi zurückzuführen auf deine Identität. Und aus deinem Verhalten entsteht dein Umfeld. Alles, was du hast gerade. Ja? Deine Trainingsleistung, deine Freunde. Deine finanzielle Situation, wie glücklich bist du, wo wohnst du gerade, was isst du gerade, dein ganzes Umfeld ist zurückzuführen auf deine Identität. Und das muss man sich mal auf der Zunge einfach zergehen lassen. Ja? Und ja, jetzt fragst du dich, okay, Identität, super, was soll ich jetzt damit? Und da möchte ich mal kurz in ein anderes Modell reingehen, und zwar in unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein. Vielleicht hast du schon mal gehört, 95% der Dinge, die wir am Tag tun, geschehen unterbewusst. Ja? Best Beispiel, Autofahren oder keine Ahnung, mit welchem Fuß bist du heute aufgestanden? Ist sicher immer der gleiche, denkst du aber nicht drüber nach. Was machst du als erstes morgens? Ja, das sind so Sachen, da denken wir nicht bewusst drüber nach, die entstehen in unserem Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein, das sind einfach unsere Gewohnheiten, unser Verhalten, unsere ja, konditionierten Reaktionen auch, unsere Überzeugung und Einstellung. Also alles funktioniert auch über Emotionen. Also das Unterbewusstsein ist auch vor allem connected mit Emotionen. Das kannst du dir jetzt auch schon mal auf jeden Fall merken, und wir haben in dem Moment keine bewusste Entscheidung darüber, und das ist programmiert durch unser Unterumfeld. Ja, also da gehe ich gleich noch mal drauf ein, wie dein Unterbewusstsein eigentlich entsteht. Aber der Unterschied zum Bewusstsein ist einfach, dass wir im Bewusstsein, in dem bewussten Zustand, was auch 5% von dem eigentlich ausmacht, unser Denken haben. Wir haben dort die Logik, unsere Intelligenz, Dinge, die du jetzt gerade gelesen hast, ja, die sich noch nicht so wirklich manifestiert haben im Unterbewusstsein. Das ist in deinem Bewusstsein. Wir können Begründung haben. Ja, vor allem dieses bewusste Entscheidung treffen, das findet in deinem Bewusstsein statt. Und ja, das macht, wie gesagt, nur 5% von dem aus, was eigentlich geschieht. Die Dinge tust du bewusst. Wir haben aber auch unsere higher faculties, sagte man, oder höhere Fähigkeiten in unserem Bewusstsein, die uns leider gar nicht so bewusst sind und uns auch leider gar nicht so, ja, wir sind manchmal so trapped in unseren ganzen Gedanken und Verhaltensmustern, dass wir diese Fähigkeiten gar nicht nutzen. Das ist vor allem die Wahrnehmung, ja. Wie du Dinge siehst, so sind sie. Aber wenn du eine andere Wahrnehmung hast, dann werden diese Dinge sich auch verändern. Jeder hat seine Brille auf, ja? Jeder hat seine kleine Brille auf, und entweder siehst du die positiven Dinge oder du siehst die negativen Dinge. Oder du gehst in den Supermarkt und siehst die Schokolade anstatt der Gurken, um mal ein witziges Beispiel zu bringen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, ja, was dir bewusst sein sollte. Dann haben wir unser Gedächtnis, ja, Memory, unsere Erinnerung, und das findet auch im Bewusstsein statt. Wir haben die Visualisierung, Imagination, das machst du auch in deinem Bewusstsein, das machst du durch deine höheren Fähigkeiten einfach. Du musst dir mal vorstellen, dass eigentlich alles, wo wir jetzt gerade, ja, ich sitze jetzt hier mit meinem MacBook und meinem Mikrofon und auf einem Stuhl, und das hat sich irgendwann mal jemand ausgedacht. Ja, ist das so cool, ja, wozu das Gehirn eigentlich fähig ist und wozu wir eigentlich fähig sind und
wenn man sich das mal wirklich auch vorstellt, dann kommst du auch in diesen, ja, einfach ins Staunen erstmal rein. Und ich finde es, ja, wenn man immer so auf Autopilot lebt, dann sind einem diese Dinge gar nicht bewusst, aber es ist möglich. Ja, dann haben wir, Begründung. Ich habe hier meine Notizen und ich habe eine furchtbare Schrift. genau, Begründung. Ja, wenn Dinge so sind, dann ist das deswegen. Wenn es draußen kalt ist, dann ist Winter. Wenn es draußen warm ist, dann ist Sommer. Also diese ganzen Begründungen, die finden auch über die höheren Fähigkeiten statt. Oder auch der Wille. Ja. Der Wille, da du ja über das Bewusstsein auch bewusste Entscheidungen triffst, ja, das findet im präfrontalen Kortex statt. Das ist hier vorne im Gehirn. Da denken wir auf jeden Fall. Und dann haben wir auch die Intuition. Ja, was man auch sagt, sag ich mal, Dinge aus dem Bauch heraus entscheiden oder einfach ein Gefühl dafür entwickeln. Und ja, ich will da gar nicht so direkt drauf eingehen, beziehungsweise ist es erstmal auch ganz schön viel. Deswegen erstmal, du bist zu höheren Dingen fähig, aber es geht immer durch dein Unterbewusstsein durch. Das heißt, Handlungen finden statt, indem du von deinem Bewusstsein durchs Unterbewusstsein in deinem Körper das Ergebnis erzielst. Und das ist erstmal, ja. Liegt vieles einfach in der Identität, die im Unterbewusstsein liegt. Und durch diese höheren Fähigkeiten, die du aber im Bewusstsein hast, kannst du halt eben auch Dinge ändern. Und da kommen wir heute zu. Ja, aber erstmal, warum bin ich denn das? Also wir gehen jetzt mal in die Identität rein. Warum bin ich das? Und das ist ein nächster Satz, den du dir merken kannst. Das Gehirn lernt aus Wiederholung. Ja, unsere Persönlichkeit entsteht schon in der Schwangerschaft tatsächlich. Ich glaube, in der 5. Woche. Das ist eigentlich total irre, wenn man sich das mal überlegt. Ja, also du hast quasi als Fötus, als Embryo, hast du schon empfangen und hast schon angefangen, deine Persönlichkeit zu entwickeln. Und dann ist es quasi wie so ein leerer Stick. Ja, du kommst auf die Welt, dein Bewusstsein funktioniert noch nicht so wirklich und alles, was um dich herum passiert, was dir gesagt wird, das saugst du quasi auf. Das kommt alles wird aufgenommen wie so ein Diskette, ein Stick, der einfach bespielt wird. Und ja, bis zum 8. Lebensjahr läuft das dann so ab. Hast du ja durch die Wiederholung entstehen deine Glaubenssätze, alles, ja, deine ganzen Einstellungen, deine Dinge, die du einfach tust auch, ja. Welches Essen wir essen. Also ich meine, das hängt ja auch schon davon ab, wo wir geboren werden. In Deutschland, in Afrika, in Neuseeland. Ja, das ist alles ein Zufallsprodukt eigentlich. Aber das entsteht einfach alles in deinen ersten Lebensjahren. Und das erstmal zu wissen, ist auch sehr interessant. Ja? Und als nächstes sind ja diese Dinge, die du dann einfach gelernt hast, deine Glaubenssätze, deine Gewohnheiten und so weiter und so fort. Die wiederholst du immer, immer wieder. Du hast immer, immer wieder die gleichen Gedanken. Ich meine, wann hast du dir das letzte Mal bewusst Gedanken über deine Gedanken gemacht? Wann hast du das letzte Mal bewusst beim Autofahren gesagt, okay, jetzt muss ich die Bremse so und so drücken? Wir laufen eigentlich zu einem größten Teil auf Autopilot ab. Ja, und das kann man auch wieder ändern. Das ist ja auch gut so. Aber bestimmte Dinge, die wir ändern wollen, können wir auch ändern. Und das ist, ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das mal bewusst macht. Woher weißt du denn, wer du bist? Also du hast jetzt von mir gehört, ja, Identität, Kindheit, alles ist Autopilot und unterbewusst. Und eigentlich habe ich ja höhere Fähigkeiten, aber wie sehe ich denn, wer bin ich denn jetzt überhaupt? Was ist denn meine Identität? Und jetzt schau dir dein Umfeld an. Und dann mach mal wirklich eine Bestandsanalyse. Und das auf jeden Fall bezogen auch auf dein sportliches Umfeld und auf dein Ernährungsumfeld, wenn wir das jetzt wieder auf die Athletinnen-Identität beziehen. Aber
Das kannst du auch mal für deinen ganzen Lebensbereich machen. Mit wem umgibst du dich? Was hast du auf deinem Konto? Wie glücklich bist du in deiner Partnerschaft? Wie glücklich bist du in deinen Freundschaften? Wie glücklich bist du mit deinem Job? Was ist dein Job? Wer sind deine Freunde? Mit wem hast du die letzten 5 Nachrichten geschrieben auf deinem Handy? Wer sind deine Follower auf Instagram? Wem folgst du? Das ist dein Umfeld, das bist du, das ist deine Identität. Und da können wir erstmal gucken, Dinge, die uns gefallen. Was hast du im Kühlschrank? Oh, etwas in deiner Identität. Was hast du in deinem Süßigkeitenschrank? Hast du einen Süßigkeitenschrank? Okay, zurück zur Bestandsanalyse. Mach dir ein Bild und geh da ganz objektiv ran. Ja? Natürlich fallen dir Dinge auf, die dir jetzt gerade nicht gefallen. Ich bin gar nicht glücklich in meiner Partnerschaft. Warum zur Hölle habe ich am Ende des Monats nicht mehr so viel Geld auf dem Konto? Ja, auch das liegt in deiner Identität. Und da hast du dir jetzt erstmal ein Bild von gemacht. Und jetzt gehen wir zum nächsten. Du bist, wo deine Aufmerksamkeit ist. Auch, also you are where your attention is. Auch von Jim Fortin wieder ein Satz, der einfach crazy ist. Ja, worüber denkst du denn die ganze Zeit nach? Denkst du über eine Tafel Schokolade nach oder denkst du über dich beim Training nach und über dein Ergebnis? Denkst du darüber nach, dass du Hunger hast? Oder denkst du darüber nach, was dein Ziel eigentlich ist? Denkst du darüber nach, scheiße, mit den 120 Kniebeugen könnte ich mir schon auch eine Verletzung zuziehen? Oder denkst du nach, boah, bin ich ein geiler Typ und hab einfach mal, ja, bin über meine Grenzen gegangen und habe diese Grenzen, die in meinem Kopf in Zahlen vorhanden waren, einfach mal wieder nach oben verschoben. Ja, also das sind einfach so Sachen, die du dir auch mal vor Augen führen kannst. Und das schreib dir auch auf. Wo ist eigentlich deine Aufmerksamkeit am Tag? Worüber denkst du nach? Was siehst du? Wo ist dein Fokus? Hast du überhaupt einen Fokus? Ja, und womit beschäftigst du dich überhaupt? Wo ist denn deine Aufmerksamkeit? Und hier können wir anfangen. Ja, diese ganzen Bestandsaufnahmen und so weiter, wer bin ich und so fort, das ist alles cool und das kann man auch alles auf die Kindheit und so weiter zurückführen, aber wir wollen heute in den nächsten Schritt kommen. Wir wollen uns jetzt nicht dafür beschuldigen, wer wir sind, und dann rufst du deine Mama an und sagst dir, ja, warum bin ich eigentlich so? Das Maya hat gesagt, in den ersten 8 Lebensjahren, da wart ja ihr für mich zuständig und so. Na, das will ich überhaupt nicht. Ich will, dass du Dinge für dich annimmst, akzeptierst und dann etwas änderst. Und da sind wir jetzt im nächsten. Warum fällt es dir denn jetzt so schwer, deine Gewohnheiten zu ändern? Ja, unsere unterbewussten Gewohnheiten, wir sind eigentlich unsere Gewohnheiten, die liegen im Gehirnstamm. Und der ist eigentlich dafür gedacht, dass wir überleben. Ja, der denkt nicht, oh, das Stück Schokolade, das ist jetzt aber schon über deinen Erhaltungskalorien. Da solltest du vielleicht mal drüber nachdenken, das nicht zu essen. Ja, und wenn die ganze Tafel Schokolade isst, naja, dann ist dein Ziel sowieso im Sack. Ne? Und das ist connected auch einfach, ja, durch Emotionen, durch das limbische System. Und wenn dich das ein bisschen mehr interessiert, diese ganze Neuroanatomie, und ich gehe nachher auch so ein bisschen in epigenetische Dinge ein, dann schreib mir in die Kommentare oder schreib mir gerne eine Nachricht. Ich werde dazu dann nochmal extra ein Video machen, aber ich will jetzt nicht zu sehr zu viele Informationen einfach hier hin und her werfen, weil ich ja will, dass du in die Handlung kommst. Ich möchte einfach nur, dass du weißt, warum Dinge passieren. Und einfach ist dieser Überlebensmodus und unsere Gewohnheiten liegen einfach im Gehirnstamm und sind connected einfach über die Emotionen. Und so clever, wie du denkst, jetzt muss ich mal was trinken. Und egal, was für eine tolle Begründung du hast, dein Verhalten eben zu ändern, das funktioniert nicht. Vor allem funktioniert es nicht. Und egal, wie toll diese Begründung ist, die du gerade hast, meistens gewinnt einfach deine Gewohnheit, vor allem eben, wenn wir noch andere Faktoren haben, die uns Energie ziehen, wie Stress mit dem Freund, Stress im Stau, Arbeit war scheiße, ich habe gerade einfach einen blöden Tag, dann wird dir zusätzlich noch Kapazität genommen, eben bewusst Entscheidungen zu treffen.
Und da hat dann deine analytische Begründung eigentlich ja sehr, sehr wenig Chance, etwas zu ändern. Und das nächste ist, dass wir einfach, wir denken da gar nicht so richtig drüber nach, wer wir sind und warum dieses Ergebnis entstanden ist, sondern wir probieren eben auf Verhaltensebene Dinge zu ändern. Ich höre nach einem Stück Schokolade auf zu essen, oder ich möchte nach einem Stück Schokolade aufhören, Schokolade zu essen, oder ich möchte beim nächsten Mal eben diese Last für 2 Reps mehr bewegen. Und du beginnst quasi von diesem, ja, von diesem Haben- oder Tun-Modus und überlegst gar nicht, was ist es denn überhaupt, was das produziert hat. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir gehen von der Bewusstseins- über die Unterbewusstseinsebene in den Körper und haben das Ergebnis. Das heißt, das, was du denkst, geht immer noch mal durch deine Identität durch, die dir einfach den Strich durch die Rechnung macht oder deine Gewohnheiten durch. Und das ist eben das grundlegende Problem, weil du denkst dir ja in dem Moment, ich bin jemand, der nach einem Stück Schokolade nicht aufhören kann zu essen. Ich bin jemand, der nicht stark genug ist, diese Last mehrmals zu bewegen, weil, ja, also die Begründung findet gar nicht statt, aber vielleicht ist in dem Fitnessstudio, in dem du trainierst, vielleicht ist da einfach niemand stärker als du. Das ist auch ein grundlegendes Problem. Ja, also überleg doch mal, wie wäre denn die Person, die dieses Ergebnis schon hat? Und das ist für mich wirklich ein Gamechanger gewesen, mich damit auseinanderzusetzen. Wie ist denn die Identität der Person, dessen Ergebnis ich haben möchte? Wie ist die denn? Wer ist das? Ja? Und dann gehen wir in diese Identität rein und können etwas in unserem Unterbewusstsein auch ändern. Ja, die Methode zeige ich dir gleich noch. Aber bei mir war das zum Beispiel so, um da mal auch auf eine Frage einer Followerin und auch einer Athletin, die hat mir interessanterweise dieselbe Frage gestellt, wie ich eben von Fressattacken weggekommen bin. Und ich habe immer nach einer Diät auch oder nach, erst hat es angefangen, dass ich mich in der Woche gestarft habe und dann ab Wochenende schön reingefuttert habe. Das habe ich mir angewöhnt, war auch eine Gewohnheit. Das heißt, ich habe studiert, war in meiner Wohnung oder WG mit einer Freundin von mir und dann bin ich am Wochenende nach Hause gefahren, weil damals mein Freund noch oder mein Ex-Freund eben in der Heimat gewohnt hat. Deswegen war ich auch sehr, sehr oft bei meinen Eltern dann und bin nach Hause gefahren. Das Erste, was ich gemacht habe, war, zu den Süßigkeiten in den Schrank zu gehen, die Tür aufzumachen, mir 3, 4 Dinge rauszunehmen, das in meinen Mund zu stecken und gar nicht wirklich drüber nachzudenken. Und das habe ich mir so angewöhnt und dann bin ich irgendwann in diesen Modus gekommen, okay, vielleicht solltest du vielleicht mal länger eine Diät als 5 Tage oder 4 Tage und 3 Tage reinessen. Ja, vielleicht solltest du da mal was dran ändern. Und dann ich bin da, wo ich dann diese Diät mache oder in diesem Modus drin bin, da bin ich wirklich diszipliniert, aber umso härter oder umso, ja, größer ist einfach der Einschlag, wenn dieser Zeitraum beendet ist. Und dann hatte ich das halt, ja, über längere Zeit durchgezogen, hatte danach aber krasse Fressanfälle. Also wirklich auch nicht schön, sodass ich auch teilweise so die Kontrolle über meinen Körper verloren habe, auch gemerkt habe, dass ich zittere und so. Und dann habe ich, und ich weiß auch, in dieser Fressattacke, die war wirklich, wirklich schlimm für mich, weil ich auch alleine war und habe mich einfach mega beschissen gefühlt. Und da habe ich gesagt, damit hörst du heute auf. Und ich habe mir einen Brief geschrieben und geschrieben: Hallo Maya, du sitzt jetzt hier nach deinem dritten Binge in, keine Ahnung, 5 Tagen. Das hat heute ein Ende. Und ich gebe mir heute das Versprechen, dass das aufhört. Und ich habe diesen Brief in diese Süßigkeitenbox gemacht. Ich hatte eine Süßigkeitenbox in der Wohnung. Und hätte jedes Mal, wenn ich in die Süßigkeitenbox eben rangeben hätte müssen oder wollen, diesen Brief gesehen. Und das war das Erste. Und dann ein bisschen später, auch eine längere Zeit später, hatte ich wieder eine Diät, letztes Jahr, zur Ausbildung vom Diplom-Strength-Coach. Und das war auch eine ziemlich harte Diät. Zusätzlich kam eben, dass mein Freund
Bodybuilding-Diät gemacht hat und dann auch lange auf Diät war und dann danach wirklich auch gut gegessen hat. Der hat aber damit nicht so ein emotionales Problem wie ich. Und ich quasi meine Diät ein bisschen länger quasi hatte als er. Das waren unterschiedliche Zeiträume, wie auch immer. Ich habe aber gesagt, dieses Mal frisst du nicht in dich rein, wenn die Diät vorbei ist. Und ich habe mir dann auch angefangen zu überlegen, also was in mir statt einfach diesen Modus zu verlassen oder in den Modus zu kommen, dass du eben eine Athletin bist. Also habe ich mir aufgeschrieben, ich bin eine Athletin und habe Kontrolle über mein Essen. Und das hat sich erstmal komisch angefühlt, weil ich dachte, naja, Athletin bin ich erstmal, bin ich hier noch mal gar nicht. Und Kontrolle über mein Essen habe ich dann meistens auch nicht, wenn ich eben, ja, wenn sich die Tore hier eben öffnen und man wieder mehr Möglichkeiten hat. Aber ich habe es mir einfach, ja, ich habe mich selber mir committed und das immer, immer wieder aufgeschrieben und mich da reingefühlt. Und ich hatte seitdem keinen Binge. Nicht mal zu Weihnachten. Ich meine, natürlich isst man mal ein bisschen mehr, aber so, dass ich die Kontrolle über mich verliere, so ist es nicht mehr. Und das möchte ich dir heute auch mit auf den Weg geben. Ich zeige dir heute auch, wie das quasi connected ist. Und da musst du erstmal wissen, das habe ich dir vorhin schon gesagt, unser Unterbewusstsein, das lernt aus Emotionen, unser Gehirn lernt aus Wiederholung und du brauchst diese Wiederholung und die Emotion und die Konsistenz, um Dinge zu ändern. Also, wie würdest du denn sein? Welche Charaktereigenschaften hättest du? Wie würdest du dich fühlen? Ja, weil dein Unterbewusstsein in Gefühlen denkt. Was würdest du tun, wenn du schon das Ergebnis hättest oder das Ergebnis wärst? Und das Coole ist, und das habe ich dir bis jetzt noch nicht gesagt, dein Unterbewusstsein unterscheidet nicht zwischen Realität und Imagination. Das heißt, epigenetisch, und es wurde untersucht, wenn du dir da Dinge vorstellst, ein Resultat vorstellst und es fühlst, dann werden Gene aktiviert und es werden Schaltkreise verändert. Das heißt, es wirkt sich im Endeffekt auf dein Verhalten aus. Und das ist so crazy eigentlich, wenn man sich das überlegt, dass man selber sich steuern kann, einfach durch diese ganz einfache Formel. Ja? Und diese Formel ist Gedanken, geistige Bilder und positive Emotionen, die führen zur Zusammenarbeit von Körper und Geist und die produzieren ein Ergebnis. Ja? Also, ich gehe das nochmal an diesem Beispiel durch, an dem Athletinnen-Beispiel. Wer würde ich sein? Ich bin eine Athletin. Ich halte das Wort mir selbst gegenüber. Auch ein Ding, was man oft nicht tut. Ja, du bist vielleicht die zuverlässigste Freundin oder der zuverlässigste Freund für dein Umfeld, aber dir selber gegenüber hältst du das Wort nicht. Naja, also glaubst du dir auch selber nicht, weil glaubst du jemanden, der sein Wort nicht halten kann? Ich nicht. Na, du bist dir selbst am nächsten. Und du solltest dir selbst am meisten das eigene Wort halten. Ha? Und ich bin selbstbewusst und übernehme volle Verantwortung. Ich übernehme volle Verantwortung über mein Ergebnis. Ich lasse mich nicht über mein Umfeld regulieren. Das habe ich ja in meinen ersten 8 Lebensjahren gemacht. Jetzt kann ich aber Dinge beeinflussen durch meine höheren Fähigkeiten. Durch das Bewusstsein, durch meine Wahrnehmung, durch meinen Willen kann ich Dinge beeinflussen und Verantwortung übernehmen. Und das ist auch was sehr, sehr Wichtiges. Und ich committe mich meinem Ziel gegenüber zu 100%. Und dazu gehört nicht, ich würde gerne mal das und das. Ich hätte ja gerne das und das. Nein, stopp. Du committest dich zu 100%. Nur wenn du das machst, dann kannst du auch wirklich nachhaltig was verändern. Genau. Wie würde ich mich fühlen? Ich bin stolz auf mich und ich fühle mich stark und ich bin dankbar und glücklich, dass ich Dinge in mir verändern konnte. Wie cool ist das denn? Du hast aus deiner eigenen Kraft irgendwas verändert. Das musst du, ja, überleg dir das mal. Wie viele Leute geben sich mit ihrem Leben oder mit ihren Umständen so zufrieden, weil sie denken, sie können daran nichts ändern? Bullshit! Du kannst Dinge ändern und mach das. Fang erst mal an. Und dieses Gefühl auch zu haben, etwas in sich verändert zu haben oder
ja eben neues Ergebnis produziert zu haben. Wie geil ist das denn? Du wirst sehen, wenn du die ersten Fortschritte hast, und da kommen wir auch mal kurz zurück, das funktioniert nicht von heute auf morgen, weil wir brauchen halt die Konsistenz und die Wiederholung, aber umso öfter das funktioniert, umso stärker fühlst du dich einfach. Ja, genau. Und was würde ich tun? Wieder Athletinnen-Beispiel. Ich habe Kontrolle über meine Ernährung, über meine Gedanken. Ich kann über meine Grenzen gehen und meine Angst in die Augen sehen. Ich muss sie immer mal ablesen, weil ich mich vorbereitet habe. Und ich habe keine Ausreden. Ja, das bin ich, wenn ich schon Erfolg im Training hätte. Das ist es nämlich. Das denken wir nämlich so oft. Wenn ich Erfolg im Training hätte, kann ich meine Leistung abrufen und kontrolliert meine Ernährung angehen. Ja? Wenn ich diese Erfolge sehen würde, dann würde ich einfach meine Leistung abrufen können. Ich könnte Kontrolle über meine Ernährung haben und das ist das Ergebnis. Ja, aber diese Erfolge produzierst du ja nur, wenn du diese Dinge änderst. Ja, und deswegen mach dir einen Film draus. Visualisiere das. Stell dir genau vor, wie dieser Film aussieht für dich und schreib es dir erstmal auf. Und das machst du heute. Und du schreibst dir das auf, wie genau du bist und du stellst dir das wirklich vor. Wie fühlt sich das an? Wie siehst du aus? Wie handelst du? Ja, genau diese Sachen. Mach einen Film auf und den lässt du einfach in Dauerschleife immer, immer wieder abspielen. Morgens und abends. Morgens, mittags, abends. Morgens, mittags, abends. Und irgendwann ist das so eine Sache, eine Vorstellung, die kommt immer mal wieder und du kannst dich mehr darüber identifizieren. Und dann wissen wir wieder über unsere Identität, findet unser Ergebnis statt und unser ganzes Verhalten statt. Und ja, das ist dann das, was du draus machst. Und um das nochmal zu wiederholen. Wer würde ich sein? Wie würde ich mich fühlen? Und was würde ich tun, wenn ich X schon hätte? Ja? Und es geht alles auf zwei Dinge zurück. Und das ist mir auch ganz wichtig hier nochmal anzusprechen. Das spreche ich ganz oft an. Selbstverantwortung und Visionsbildung. Das sind zwei Dinge, die so hart auch vernachlässigt werden. Wie gesagt, wir geben uns einfach mit Dingen zufrieden, und nehmen die einfach so hin und kommen gar nicht erst auf die Idee, dass sich etwas ändern kann. Aber das kann ich, wenn ich Selbstverantwortung übernehme. Und das heißt auch, diesen ganzen Bullshit anzunehmen, den ich in mir habe. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und jeder hat bestimmt auch Dinge erfahren, die man vielleicht nicht beeinflussen konnte. Nein, ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, was mir Negatives passiert ist, aber weil das so eine Folge werden, die richtig empowering ist, aber dadurch, dass du diese Dinge auch für dich annimmst, kannst du etwas ändern, weil du Verantwortung übernommen hast und auch die Verantwortung übernimmst, wie du in Zukunft Dinge angehen möchtest. Und im Endeffekt ist auch jede negative Erfahrung und jeder Fehler, den du gemacht hast, immer eine, ja, Lesson, etwas, woraus du lernen kannst. Weil, und ich habe heute einen coolen Übertrag einfach gehört, du willst doch im Training, willst du ja dieses Muscle Failure erreichen, du willst zum Muskelversagen gehen, weil du weißt, wenn ich über meine Grenze, über meine Comfortzone gehe, dann findet erst die Adaptation, die Anpassung statt. Ja, genauso ist es ja auch im Leben. Und das nächste Mal, wenn du eben nach einem Stück Schokolade nicht aufhören kannst, obwohl du dir jetzt diese ganzen Sachen aufgeschrieben hast, siehst du das als Lernstunde an. Und in dem Moment, wo du sagst, okay, ich übernehme dafür Verantwortung und sage jetzt nicht mehr, ich kann einfach danach nicht aufhören, sondern ich ändere was, damit hast du schon den Big Step einfach gemacht. Und als anderen Punkt Visionsbildung. Wie viele Menschen stellen sich überhaupt die Frage, was sie wollen oder wer sie sein möchten, was sie im Leben haben wollen, mit wem sie sich umgeben wollen? Das kannst du auch wieder auf alle Lebensbereiche übertragen. Ja? Was
ist deine Vision von dir? Und es muss jetzt nicht sein, keine Ahnung, es muss jetzt auch kein finanzielles Ziel sein. Da gibt es andere Coaches, für die da auch sehr gut sind, die einfach viel, viel mehr Erfahrung haben als ich. Aber ich kann das in den Sportkontext übertragen und auch in dein Verhaltens- und Gefühlskontext. Und wenn man das kann, dann kann man das einfach auch auf andere Dinge übertragen. Und diese Visionsbildung, dass wir das können, diese Visualisierung, und um dann nochmal drauf zurückzukommen, ja, diese positiven Signale, und diese brauchen wir, die positiven Emotionen. Wenn du eine Vision hast und du gehst dann mit einer Emotion rein, einer positiven Emotion, dann werden einfach chemische Reaktionen in Gang gesetzt und dein Körper oder dein Unterbewusstsein weiß ja nicht, ob das jetzt Realität ist oder eine Vorstellung, aber es bereitet den Körper darauf vor, eben in diesem Ergebniszustand zu handeln. Und das fängt auch in der Visionsbildung an. Und dadurch, dass es ja deine Visionsbildung ist, ist das ja auch nichts Negatives, sondern es ruft ja auch meistens positive Emotionen hervor, hoffentlich. Ich hoffe nicht, dass du eine negative Vision hast. Kann man vielleicht auch haben, wenn man sich etwas vorstellt und dann Angst davor hat. Aber umso öfter du dir das vorstellst, deswegen sage ich, mach dir einen Film daraus, umso öfter du dir das vorstellst, umso mehr wird diese Vorstellung zu einer Erfahrung und du erlangst mehr Wissen drüber und du fühlst dich wohler darin. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass du durch diese, es ist, als würde dir jemand ständig eine Lüge erzählen. Ja, von Kniebeugen kriegst du Verletzungen im Knie. Wenn du das jemandem immer, 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 immer wieder erzählst, naja, die Leute glauben das. Ja? Und genauso ist es, wenn du dir was Positives deiner Vision immer, immer wieder erzählst, wenn sie sich zum Anfang ja, so groß anfühlt oder so unerreichbar anfühlt. Umso öfter du das machst einfach, umso, ja, umso mehr Erfahrung hast du darin, umso wohler fühlst du dich darin. Also ab heute, und das ist ein nächster Satz von Jim Fortin: We speak our life into existence. Überleg mal, wie du über dich sprichst und fang an, dich zu beobachten. Denn du hast die Macht über deine Gedanken. Und das wird uns auch häufig nicht bewusst, aber du kannst deine Gedanken steuern. Ja? Und dafür haben wir unser Bewusstsein und unsere Wahrnehmung, unser bewusstes Denken. Über das findet ja eben der Connect zum Unterbewusstsein auch statt. Aber wenn du nur positive Dinge reinlässt, ja, wenn du nur dich bestärkende Gedanken reinlässt und Abstand von den negativen Gedanken nimmst, kannst du dein Unterbewusstsein beeinflussen und somit deine Identität beeinflussen. Und wenn dir das erstmal wirklich bewusst wird, man merkt mir auch an, dass ich da wirklich, dass mir das wichtig ist, weil wir müssen uns mit Dingen nicht zufrieden geben. Und diese Macht, die wir über unsere Gedanken haben, die hat einen Long-Term-Effekt auf deine ganzen Resultate, auf dein Essverhalten, auf dein Trainingsverhalten, auf dein Leben, auf deine Beziehung, bla bla bla. Period. Endlosschleife. Ja, aber diese Macht, übernimm sie und fang heute an, deine Gedanken zu beobachten. Wir sind so oft in unseren Gedanken verfangen und immer denken wir denselben Bullshit. Ja? Und wenn wir aber anfangen, ein, zweimal am Tag fängst du vielleicht an, ja, dein Auge drauf zu werfen, Auge zu machen auf deine Gedanken. Ja, und das wird sich einfach auch potenzieren. Und ja, und wir müssen mal auch alle aufhören, damit möchte ich diesen Podcast beenden, uns selber immer klein zu machen, weil ich habe dir gerade so viel erzählt, wozu du eigentlich fähig bist, wozu wir als Menschen fähig sind, und trotzdem ist es irgendwie cool geworden, mega bescheiden zu sein. Und Bescheidenheit ist das eine. Aber sich selber klein zu machen, weil wir das so gewohnt sind, weil wir so gewohnt sind, du kennst das, du weißt, was ich meine, und weil es irgendwie cool ist, das muss man auch mal lassen, weil wir müssen mal anfangen, uns alle ein bisschen mehr zu feiern für das, was wir eigentlich können. Und damit meine ich, bestes Beispiel, ich habe letzte Woche einen Geburtstag gehabt und kam hier wieder nach Wien und hatte einen Brief von einer Athletin von mir.
Und das war letzte Woche, hatte ich zwei, dreimal diese Situation, dass ich total tolle Nachrichten bekomme. Wirklich, wirklich tolle. Diese Karte, dieser Brief, den ich auch von dieser Athletin bekommen habe, das war so crazy, also als ich das gelesen habe für mich, aber es hat sich nicht so angefühlt, als wäre das für mich. Das war so, ich dachte so, das kann doch nicht an mich gehen, so, ne? Also das ist, sie hat halt einfach erzählt, was sie für einen positiven Effekt auf ihr Leben durch das Coaching einfach hat und dass sie sich so viel mehr zutraut und da einfach langzeitig von, ja, profitieren wird, weil sie nachhaltig Dinge einfach ändern konnte. Und ja, ich dachte so, das ist so schön, aber ich konnte es in dem Moment nicht annehmen. Gestern war ich trainieren und es haben zwei Leute zu mir gesagt, boah, Maya, du siehst so krass aus. Und ich so, naja, nee, alles, ich habe ein bisschen Wasser gezogen, riecht es gut und so. Also ich habe mich erst schlecht geredet und dann einen positiven, ja, Einfluss eben vom Licht gesucht, um die Leistung einfach dahinter kleiner zu machen. Genau, auch wie mit dem Brief, ich konnte es in dem Moment nicht annehmen. Warum? Das ist doch Quatsch. Und wenn ich jemandem sage, Mann, du siehst aber heute geil aus oder Mann, das, was du erreicht hast, das ist toll, dann möchte ich doch auch nicht hören, naja, das war jetzt, weil ich Glück hatte oder weil das Licht war gut und mein Handy macht immer so gute Bilder oder so. Nein, hört mal bitte auf, euch für Komplimente irgendwie zu entschuldigen oder euch klein zu reden, wenn ihr ein Kompliment bekommen habt. Ja, das war's heute. Wow, ich habe mich jetzt so ein bisschen in Rage geredet. Das ist auch so meine erste Folge, die in diese Richtung geht. Und ich bin mir gerade noch so ein bisschen unsicher, ob ich sie hochlade, aber ich glaube, ich mach's. Ich muss auch über mich selber. Also das ist jetzt gerade mein Problem zum Beispiel. Ich habe Angst, dass gesagt wird, hey Maya, Maya hat da so eine Folge hochgeladen, so in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Wer ist sie überhaupt, dass sie sowas erzählt? Gut, und ich könnte Dinge bestimmt auch noch neu machen oder besser machen, ganz, ganz bestimmt. Aber wenn ich damit heute nicht anfange, dann wird es in einem Jahr nicht besser werden. Also fange ich heute damit an. Ich werde es posten. Das liegt mir sehr am Herzen. Und du, wenn du das hörst oder siehst, lass mir gern Feedback da. Und ich nehme auch negatives Feedback an. Ich nehme auch positives Feedback an. Aber damit es wirklich am Herzen liegt. Und wenn du das jetzt anfängst, dir deine Vision aufzuschreiben, dir aufzuschreiben, wie du sein möchtest und deine Gedanken zu beobachten und dein Unterbewusstsein durch deine Vision und positive Emotionen und durch Wiederholung einfach zu programmieren und du merkst Unterschiede, dann bitte sag's mir, bitte. Ich bin da einfach mega daran interessiert, weil bei mir funktioniert das und es funktioniert auch bei ganz anderen. Und wenn dich das alles interessiert, dann meine Bücher Think and Grow Rich und Du bist das Placebo, um sie hier nochmal vorzustellen. Das sind wirklich Dinge, die ich dir ans Herz lege, neben dem Podcast von Jim Fortin. Ja, das sind so diese drei Leute und Bob Proctor, die mich da sehr hart beeinflussen. Und ja, um hier nochmal kurz rauszukommen und meinen Job zu erfüllen, PhD Nutrition. Wenn du Supplements brauchst, statt Schokolade dir ein Schoko-Whey bestellen möchtest, empfehle ich dir PH Nutrition mit dem Code POWERGIRL40. Sparst du 40%. Gut, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin noch ein bisschen unsicher, fühle mich noch ein bisschen wackelig, aber das gehört auch dazu, wenn man neue Dinge angeht, dass man aus seiner Komfortzone rausgeht. Teile die Folge mit allen, die du kennst, die etwas in sich verändern wollen, wenn du meinst, das, was ich erzählt habe, macht Sinn. Wenn dich mehr solche Dinge interessieren, schreib mir. Wenn dich auch diese etwas epigenetischere Begründung oder die Neuroanatomie und so weiter mehr interessiert, gib mir Bescheid. Ich probiere das dann nochmal aufzuarbeiten und nochmal näher zu erklären. Aber das hätte heute den Rahmen gesprengt. Wir sind auch fast bei 45 Minuten. Genau, hör dir diese Folge und dieses Video einfach auch öfter an. Ich höre mir sowas einfach fast jeden Tag an und man lernt ja durch Wiederholung und es manifestiert sich dann. Und das ist einfach wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Gut,
Dann wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, ein geiles Training, ein gutes einziges Stück Schokolade jetzt, wo du Athletin bist. Und ja, mach's gut, geh drauf und bis bald. Bussi, Baba.